Zugstrainer Doug Shedden war nach dem Sieg gestern gegen Ambri angetan von den Emotionen seines Teams. Und seine Spieler erwischen auch in der Reprise den besseren Start. Topscorer Reto Suri mit einer ersten Chance. Ambris Coach Serge Pelletier muss lange warten, bis er etwas Konstruktives seiner Mannschaft zu sehen bekommt. Jason Williams hat nach 15 Minuten eine gute Gelegenheit und die von Marc Reichert gleich danach ist um Längen besser. Zugsgoalie Kilpelainen kann sich auszeichnen, keine Tore im ersten Drittel. Zug erwischt den besseren Start ins Mitteldrittel. Christen sieht Lammer. 0:1, schon gestern schoss Dominik Lammer das Zuger Führungstor. Heute trifft er mit dem doppelten Beinschuss bei Siedler und Goalie Zurkirchen. Ambri 4 Minuten später in Überzahl. Richard Park sieht Noro an der blauen Linie. 1:1, die Zuger schon wieder komplett. Noro kann sich die Scheibe dennoch zurechtlegen. Das 6. Saisontor für den Ambri-Verteidiger. Zug macht sich aber nicht viel aus diesem Rückschlag. Konter über Holden. Der sieht Schnieder, herrlich gemacht. Der Zuger Führungstreffer nach 29 Minuten. Die neuerliche Führung provoziert die Leventiner dann doch etwas stärker. Petretti gräbt die Scheibe aus. Und Duka profitiert vom Abpraller Kilpelainens, schon stets wieder unentschieden. Nach 34 Minuten dann das erste Powerplay für Zug. Schramp sieht Lammer und Zug führt zum dritten Mal. Und Dominik Lammer hat nun innerhalb von 2 Spielen gegen Ambri gleich viele Tore erzielt wie zuvor in der ganzen Saison, nämlich deren 3. Wenig Begeisterung in der Valascha. Zug führt nach 40 Minuten 3:2. Das Heimteam nimmt im dritten Drittel noch einmal Anlauf. Reichert. Schlagenhauf und Reichert noch einmal. Doch der neuerliche Ausgleich will nicht fallen. Am Ende setzt Ambri alles auf eine Karte. Zurkirchen fährt raus. 6 Ambri-Feldspieler sollen es nun richten. Pestoni. Noro, noch ein Schuss. Und der Puck ist tatsächlich drin. Richard Park gleicht aus. 32 Sekunden vor der Schlusssirene. Das hatte sich nicht abgezeichnet. Verlängerung vor 6.500 Zuschauern in der Valascha. Dort geschieht aber nichts. Die Torhüter machen sich deshalb bereit fürs Penaltyschießen. 0:0 steht es, als Pestoni als 4. Ambri-Schütze anläuft. Und Kilpelainen herrlich verlädt. Nun muss Lino Marcini treffen. Doch Zurkirchen hält. Ambri mit dem späten Comeback besiegt Zug im Penalty.